Hallo, ihr Lieben. Ich habe den Impuls, euch eine Neunerlegung zu legen. Eine ganz klassische, so wie es früher, womit ich angefangen habe. Dazu nehme ich von Matt Hughes die Arterial Vision Tarotkarten. Dann nehme ich von Jerome Marchetti die Gilded Reverie Lenormand Karten und ich nehme von Salish die Kipper Karten. Ich mische so lange, bis eine Nacht rausfällt. Dankeschön. Das sind die vier der Kelche. Das ist die Legung, mit der ich mal angefangen habe. Dankeschön. Also die wollte jetzt unbedingt dahin. Und dann lasse ich sie auch da. Die kreuzt praktisch die beiden. Das mit dem Kreuzen, das erinnert mich daran, dass sie eigentlich mal wieder ein keltisches Kreuz legen könnte. Ich weiß, das mögen ganz viele. Ich mag das auch total gern. Aber wie das so ist, man kennt so, hat so seine Legungen, die man gerne legt, die man immer wieder legt. So, ich beginne mit der mittleren Karte. Das ist die 12, das ist die Vögel. Die Vögel stehen für Aufregung, für Neid, für Missgunst. Sie stehen aber auch für die reine Kommunikation. Es ist eine Kommunikationskarte. Das ist die zentrale Karte. Dann haben wir das Ass der Schwerter, wir haben die drei der Kelche und wir haben den Narr. Dann haben wir das Buch und wir haben den Brief. Die männliche Hauptperson, das große, die Hoffnung, großes Wasser und ein Geschenk. Das ist die klassische Neunerlegung, ihr Lieben. Das Buch ist mit der Seite, mit der geschlossenen Seite nach links und mit der offenen Seite zu den Vögeln. Das bedeutet, dieses Buch öffnet sich und es öffnet sich. Ich will mal die Karte nehmen, die sich hier kreuzt. Es öffnet sich jetzt, wollte ich gerade sagen. Das ist der Neuanfang, der glückliche Neuanfang, der Neuanfang, der in Kürze kommt. Und dieser Neuanfang wird für Aufregung sorgen, weil diese offene Seite des Buches, also nicht die hintere geschlossene Seite, die offene Seite des Buches in Richtung der Vögel geht. Und das hat mit einem neuen Vertrag zu tun, kommt mir hier rein. Es kann aber auch ein Vorstellungsgespräch sein. Mit dem Ass der Schwerter geht es hier in eine Chance, die jetzt kommt, in eine Chance, Dinge neu anzugehen, etwas zu tun, wie man es sonst oder anders, wie man es sonst immer gemacht hat. Das Ass der Schwerter, die Schwerter sind die Gedankenkarten und die Asse stehen immer für die Eins, für die ist die Karte vor den zwei der Schwertern, vor den zwei der Kelchen und so weiter. Das heißt, die Chance kommt jetzt, wird von oben gereicht, gedanklich etwas neu zu formulieren, kommt mir rein. Und zu formulieren würde ja auch mit dem Brief oder mit dem Buch wieder übereinstimmen. Die vier der Kelche, das ist die sogenannte Motzkarte. Hier ist jemand, der hat drei Kelche vor sich liegen und jetzt wird die vierte gereicht. Und der ist schon mit diesen drei Kelchen nicht überfordert, aber irgendetwas passt ihm da nicht. Und jetzt soll dieser vierte Kelch noch dazu kommen und das passt ihm noch weniger. Was ich deutlich sehe, ist dieses Mal, dass er an einen Baum gelehnt ist. Er schützt sich von hinten. Und das, ihr wisst, wenn die Karten bei mir in Schieflage liegen, hat die Energie schon begonnen, sich zu arbeiten. Die Energie hat begonnen zu arbeiten. Das heißt, dieser vierte Kelch, das ist der, der jetzt kommt. Das ist der, der jetzt hier diese Chance vermittelt, dass man hier jetzt etwas anders machen kann, wie man es sonst gemacht hat. Vielleicht hast du den schon öfter mal gereicht bekommen, aber du warst mit deinen drei Kelchen schon so überfordert, dass du gesagt hast, nee, also nicht noch einen. Und jetzt nimmst du den. Jetzt nimmst du genau zu den drei Kelchen, weil du die drei Kelche anders siehst. Du hast einen Wandel in der
in der Sichtweise. Hier haben wir die drei Kelche. Und du erkennst, dass diese drei Kelche, die hier stehen, doch eigentlich was Gutes sind. Die Karte der drei Kelche ist die Feierkarte. Du wirst jetzt erkennen, dieses Potenzial, was in diesen drei der Kelchen steckt. Und dann wirst du etwas anders angehen, als du es sonst gemacht hast. Und du wirst mit diesen drei Kelchen, die du hast, die wirst du nehmen, um zu feiern. Und den vierten Kelch, den nimmst du, um neu anzufangen. Das ist genau deine Aufgabe jetzt. Das ist deine Lernaufgabe, das zu erkennen. Dass man, wenn etwas schon öfter gereicht wurde, schon öfter gesehen wurde, schon lange, lange in deinem Leben ist, du hast es immer wieder gleich, gleich, gleich gemacht. Und jetzt erkennst du, dass du aus dieser einen Karte doch eigentlich zwei einzelne Dinge machen kannst. Und die eine, mit der feierst du und mit dem anderen gehst du in den Neuanfang. Und du wirst das Großartige dahinter erkennen. Und das hast du bis jetzt noch nie gesehen. Das ist dir schon öfter begegnet, das spüre ich ganz deutlich, aber du hast es noch nie gesehen, noch nie in der Form. Und jetzt geht es hier in den Neuanfang. Und dann wird sich dein Buch des Lebens, deine Geschichte des Lebens, deine Geschichte dieses Abschnitts wird sich öffnen und du wirst sie annehmen. Du wirst sie mit Freuden annehmen. Und es wird bei dir auch ganz tief in deinem Inneren, das spüre ich jetzt gerade so, das ist ja so ein Kribbeln, so, dass man was ganz Tolles vorhat. Und oh, man ist so aufgeregt. Und genau das spüre ich hier. Das ist diese Aufregung, die jetzt kommt, die unfassbar, wie soll ich sagen, freudiges Gefühl bringt. Genau so. Und die Hoffnung, großes Wasser, die Hoffnung, die 36 ist die letzte Karte im Kipperkartendeck. Und hier wird etwas abgeschlossen. Und mit der männlichen Person, hier haben wir die Militärperson, die auch in Schieflage liegt. Und sie ist nur berührt, diesen Neuanfang nur ein ganz klein wenig. Hier kommt jetzt etwas Ordnung rein. Oder in deine Ordnung kommt jetzt Unordnung. Es kommt ein Wirbelwind kommt rein und das ist dein Geschenk und du wirst es erkennen. Du wirst erkennen, dass diese Zeilen, diese Nachricht, diese Erkenntnis, was immer da hier jetzt kommt, das ist dein Geschenk und du wirst es als solches sehen und du wirst es als solches erkennen. Und so schließt sich jetzt hier wieder der Kreis, dass du das, was du bis jetzt, du hast es schon öfter gereicht bekommen und du hast es immer gleich angepackt, du hast es immer gleich behandelt. Und jetzt denkst du, jetzt machst du wirklich mal was anderes. Wir schauen mal noch unter die Karten. Hier haben wir den Gehängten, der ja für die Sichtweise steht, die ich ja hier genannt habe. Hier haben wir den Fuchs und der steht dafür, dass du das jetzt schlau angehst. Das heißt nicht, dass du das vorher nicht schlau angegangen hast. Es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und das erkennst du und du wirst es schlau anfassen. Und das Gefängnis, da kommst du jetzt raus. Du kommst jetzt aus dieser Spirale, wie du es immer und immer, immer und immer wieder gemacht hast, kommst du jetzt raus und du machst es jetzt was anders. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du davor hast. Und es wird großartig werden. Ich spüre das. Ich bin in dieser Energie und es ist ganz, ganz toll. Ihr Lieben, vielleicht mögt ihr mir für diese kurze Legung, für diese knappe Legung ein Like geben und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Vielleicht möchtet ihr mich abonnieren, dann drückt doch auf das Glöckchen, damit ihr informiert werdet, wenn ich was Neues hochlade. Oder vielleicht möchtet ihr das auch teilen. Ich danke euch für alles, egal was ihr macht. Auch wenn ihr in Anführungsstrichen nur zugeschaut habt. Auch dafür danke ich euch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.